Hey Freunde! Hey, was sag mal, hallo? Zu welcher Gang gehört ihr? Wir sind die Blatz, ja, nicht ihr, nicht ihr, die anderen. Yeah. Welche anderen? Der die rechts? Anderen, die mit Tanktop. Ist das dein Kollege denn? Nein, 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 Bro. Ey, du mit Tanktop. Ha. Wie heißt du? MJ. MJ? Ja. Yeah. Wieso nicht MK? Das passt ja, besser ja, zu dir, ja. Das Kaffee, ja Kalb. Hey! Hallo! Ey, warum schlägst du mich, Alter? Willst du sterben? Ist der Crack, der Junge, Alter? Was hat er gesmoked, Mann? Was hat er denn genommen, Mann? Komm, das ist, Cybert. Kennst du ihn schon? Cybert? Kennt ihr mich? Simon, ich bin neu in der Stadt. Simon Levive. Es gibt eine Such dir mal einen neuen Friseur, Alter. Was sind das für so orangene Haare, Alter? Oh, Bruder. Gute Idee. Bring mich mal zum Friseur, komm. Das ist, übrigens Sosa. Sosa, Simon. Wie geht's dir, Sosa? Mir geht's wunderbar, Robben, Alter. Wie geht's dir, Mann? Auch, oh, auch. Oh. Er ist bekannt dafür. Hier, ey, hier, Simon! So, da hier. Hier zu Ahmad, hierher. Zu mir, zu mir. Komm mal rein. Hey, Simon, der schneidet fast so gut wie Hassan. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Der aber schneidet. Nur fast. Nur fast, Mann. Bruder, was klackert da denn so, Alter? Simon, Bruder! Ja, ja. So, jetzt aber, oder? Jetzt sieht es schon viel besser aus, oder? Was sagt ihr? Ja, yeah, Alter, perfekt. Okay. Ja, und das sieht echt gut aus. Das sieht echt gut aus, Mann. Ja, raus jetzt hier, oder? Nee. Yeah. So, Jungs, ich bin mit meinem Rücken zurück, eh? Warum hast du meinen Rücken geschlagen? Endlich bist du breiter geworden. Warum habt ihr ihn gehauen? Warum? Oh, ey, ey, warte. Simon, warte. Simon, entspann dich doch erstmal. Entspann dich. Okay, okay, Jungs, wir kommen. Mein Bruder Simon ist auf Tesla. Ja, schön, was auf Tesla ist. Dann lieber Trampolone. Nennt mich ab jetzt Sean Paul. Sean Paul. Sean Paul. Dun dun dun. Ey, wer seid ihr zwei? Also, ich bin Jürgen Beißer. Wer seid ihr? Bist du? Jürgen Beißer. Jürgen Beißer. Muss man den kennen? Nein! Jürgen Beißer, sagen wir mal, das ist einer in der Szene, der, gerne Mütter. Nee, das bin ich. Ja, okay. Ich bin der. Aber du bist ja der, wo die, sag ich mal, die Leute immer wegkriegt. Ja. Ne? Ich versuche es zumindest. Ja, cool, der hat sogar ein T-Shirt von Travis. Genau, so sieht's aus. Können wir da rein? Können wir rein zu euch? Hast du genauso im Mund genommen wie Travis auf dem Bild, oder was? Nee, aber ich hab vielleicht eine Weißchen genommen, ne? Oder hast du in den Mund genommen? Ich hab nicht im Mund genommen. Ich hab auch nicht im Mund genommen. Ey, Simon, wie lange bist du denn schon hier? Ich bin hier, seitdem ich von deiner Mutter gekommen bin. Ab jetzt wollen wir jede Woche Schutzgeld. Richtig. Ganz genau. Ist das hier für jemanden ein Problem? Ja, ist für mich gerade ein Problem. Du, bist du? Wer bist du denn? Ich bin Marek. Du siehst aber eher aus wie der Jarek. Das ist ja so laut. Okay, und wer bist du? Meine Ohren, Digga. Wer ist denn die junge Dame hier? Kannst du mal fragen? Fräulein. Ja, bitte? Wie heißt du denn, junge Dame? Ich bin Liz. Liz, wie alt bist du denn, Liz? Ich bin 18. 18? Kann ich mal deinen Ausweis sehen, bitte? Nee. Nicht? Nee. Warum nicht? Okay. Der ist gefällt, ich bin darauf 19. Du bist darauf 19? Ja. Ja, da bist du hier auf jeden Fall bei dem falschen, bei dem richtigen Rapper. Volljährigkeit geht bei mir klar. So, was ist mit euch? Und wir sind auf 30. Simon, du bist Rapper, oder was? Ich rappe jetzt hier in Dortmund. Ach, was, Alter, hier in Dortmund? Gott, bin ich halt die zwei gehyptesten Rapper, oder wie? Ja, soll ich euch mal was vorrappen? Ja, mach mal. Dafür will ich von jedem von euch 1000 Dollar haben. Ey, das ist mein Auftritt. Ey, ja, los. 1000 Dollar. Moin. Los. Moin. Was komm, geht, Ordan? So, soll ich euch meine IBAN-Nummer geben? Ja, hau mal erst den Part raus. Du musst erst mal den Part raus und danach gucken wir. Erst die Kohle, dann der Auftritt. Simon, kannst du, kannst du deine Stimme dann noch ein bisschen näher an den Mund nehmen, bitte? Ja, yeah, ganz genau, Mann. Genau so, Mann. Genau so. Der ist super, der Beat. Okay. Bisschen den nehmen wir uns jetzt den ganzen Tag an. Obwohl nicht. Ja. Okay. Ey. Mein Name ist Simon Levive. Und wir sind jetzt live. Ah. Mein Name ist Simon Levive. Und wir sind jetzt live. Bei GTA RP. Was?
Habt ihr schon mal was von GTA RP gehört? Nee, das ist mir neu, Bruder. Wen habt ihr mich aufs Anwesen gebracht, verdammte Scheiße? Ah, Savi, warte. Ey, Sergio, das ist das Ding, das ist eine Rapperin. Das ist ein Rapper? Was er gerappt hat? Ja. Also er rappt auf jeden Fall besser als Farud. Ich bin Faruds Doppelgänger. Ach du heilige Scheiße. Warte. Double. Wie kannst du sein Double sein, Alter? Du hast die dickste Kartoffelnase, die ich je in Dortmund gesehen habe, und Farud hat so markantes Gesicht und sieht sehr, sehr attraktiv aus. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, könnte hinhauen. Ey Jungs, ihr müsst unbedingt meine neuen Kopfhörer kaufen. Beats by Ben. Seht ihr die? Zeig mal. Hier, aber auch den größten. Ist das gute Qualität? China. Ja, ich glaube eher Istanbul, Alter. Aber den größten, ja bitte, Simon. Frisch dich ruhig aus. Der größte Hurensohn hatte eben zu mir gesprochen. War hier früher mal ein Puff oder so? Warum? Was? Weil guck mal, wie viele Hurensöhne hier sind. Ey, aber warte mal ganz kurz. Simon, ich hab eine Frage. Hey, Farud. Eine Frage, möchtest du vielleicht mit uns kommen? Wohin? Ich bin. Nein, Blasen. Recht, da hast du. Ich hab jetzt aber keinen Bock auf, wir sind die Krassesten, wir ficken euch und beleidigen euch und wir müssen das gefallen lassen. Yeah. Ich sag dir ehrlich, Bruder, wenn es sein muss, ich hab Scheiße. Komm einfach. Salam Aleikum, was wollt ihr besprechen? Wissen Sie, mittlerweile nervt es mich, wenn die Leute Salam Aleikum sagen, weil sie nie mit Frieden kommen. Mord, Totschlag, Intrigen. Also, dass es aus deinem Mund kommt, ist wirklich paradox, Breitenberg. Wie setzt man sich hin? Aber mit deinem Kolum hier, da war ich das Problem. Ja, ich hab drei Beine. Ja, schmiegen Sie Ihren dicken Hintern auf die Couch. Boah, wie soll ich das sagen, Alter? Erstmal springen einmal am besten, einmal springen. Wie springt man? Erstmal mit der Leertaste. Erstmal laufen und das Spiel. Alles gut. Eigentlich ja, aber. Ich mach's im Stehen, weil ich zuschlagen muss. Warte mal, bevor du zuschlägst, hast du 5 Kugeln in deinem Kopf. Ich weiß nicht, wovon du redest, Bendejo de Mierda, Caliverga, Mentiroso. Hey, okay. Red mal anständig hier. Wir sind in Dortmund, nicht in Cancun. Meine Herren, ja, genau, sehen wir aus, sind als in Dortmund, Romanos. Sag mal, also ich verstehe, aber guck mal, das Ding ist aber auch, er hat ja auch bis jetzt noch nichts gesagt und ihr seid ja so frech geworden. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich gerade auf Simon seiner Seite, weil aus seinem Mund ist bis jetzt noch nichts gekommen. Auf welcher Seite sie sind, interessiert uns nicht. Ja, weil ihr seid ja Kali, ihr habt ja ein dickes Neier hier. Also ich sag mal so, Hermano Sosa, ich weiß jetzt, dass dir mindestens eine Gehirnhälfte fehlt, dass du wirklich sagst, Hermano, dass er nichts getan hat. Ich bitte dich. Leute, soll ich euch mal was erzählen? Ich möchte mit euch mal ein Geheimnis von mir teilen. Als ich damals im Fußballverein war, das ist schon sehr, sehr viele Jahre her, und ich in die Dusche gegangen bin, in die Umkleidekabine, da haben mir meine Mannschaftskameraden mich angeschaut und gesagt, das sollten wohl Zwillinge werden, was? Also unterhaltsam ist er. Ja, habt ihr den vom Zirkus geklaut? Eine sehr tolle Geschichte, wow. Ey, der ist gut, den muss ich mir merken. Oh, den muss ich mir auch merken, Alter. Oh, Mann. Was hast du denn überhaupt mit denen zu tun? Wer bist du denn überhaupt? Ich mache jetzt den Rücken von Sosa. Ich bin sowas wie, sein Hintermann. Also wenn ich ihn jetzt niederschieße, was tust du dann? Und nicht nur in der Knastdusche bin ich sein Hintermann. Ja, du weißt Bescheid. Das ist jetzt, wir sind der Rücken von Sosa. Wir machen das, Bitcoin. Also wir machen jetzt, wir... Ach, du auch, Farud? Ja, normal, Bruder. Hermano, also, du konntest noch nicht mal eine Fliege beschützen. Wie willst du Sosa beschützen? Ja, kann ich mal sagen, den Rücken schützen. Natürlich, ich konnte keine Fliege beschützen. Ehrlich, Mann, wie er kann keine Fliege beschützen. Wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sowas sagen? Versuch doch mal jetzt was zu machen, Manus. Wie viel hast du schon mit Bitcoins verdient? Ah, schon sehr, sehr viel, Hermano. Ich habe noch nicht mit Bitcoins gehandelt. Ich habe mich jetzt hier darauf spezialisiert mit Farud. Auf die Sicherheit. Wir haben eine Security-Firma und früher haben wir das in Berlin gemacht, jetzt machen wir das hier in Dortmund, dass wir da den einen oder anderen betreuen, sage ich mal. Und den Dreck ausmisten, weißt du, weil hier sind sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Hurensöhne in Dortmund unterwegs und das muss alles ausgemistet werden. Und darum kümmern sich Simon und Farud. Okay, genau. Simon, hast du eine Waffe dabei?
Lass mich raten, Hermano, du bist so stark, du machst alle mit deiner Faust fertig. Oder nein, Hermano, mit deinem dritten Bein, oder nicht? So schaut's aus mit Mr. Bitcoin. Hermano, wo ist das Problem, Mr. Bitcoin zu sagen? Schaffst du das nicht mal? Ich verwechsel immer das Coin mit que pasa, Español. Ah, que pasa. Willst du Spanisch lernen, Simon? Oh. Sí, por favor. Aprende okay, a hablar Español, señor Bitcoin. Nicht schlecht. Dann fangen wir mal an, Hermano, jo? Ja, schieß los. Ja, dann jo. Was bedeutet? Ja, ich sagte doch, sprich mir nach, jo? Jo. Caliverga. Caliverga. Richtig, jetzt hast du gesagt, dass du ein Schwanzkopf bist. Oh. Freut mich für dich. Das klappt immer wieder mit Benderos. Mr. Bitcoin, die fünf ja. hinter uns, gehören die zu dir? Natürlich. Wer sind das? Deine Securities? Das ist meine Familie, Armano Viva la Cartel. Wir sind die Geschäftsmänner. Genau. Geschäftsmänner? Sie. Aber da ist auch eine Frau dabei, oder? Tatsächlich noch. Genau vor mir. Sieht aber echt ein bisschen aus wie Baro, der redet mit dir. Baro, ja, der redet mit dir. Kai aber Uwe, mit Kai-Uwe. Hier, Kai-Uwe. Guck mal, Paul, sieht die nicht aus wie eine Frau? Ja, ein bisschen schon. Kai-Uwe ist ein Brillenschütze, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann euch zu Frauen. Wie eine Frau oder wie Monet? Monet, kennst du den Monet? Den Pendejo habe ich doch live gesehen am Samstag. Hat sich angehört wie ein Haufen Scheiße. Hat sich echt angehört wie ein Haufen Scheiße live. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, wann ist das vorbei? Wo hast du den gesehen? Nun, ja, ich saß in der ersten Reihe, Hermano, ist ja klar. Ich hab dich da gar nicht gesehen, hä? Ich war auch dort. Du warst doch gar nicht eingeladen, Hermano. Ich war auch dort, natürlich. Ich hab sogar den Hauptkampf gemacht. Ich hab den Hauptkampf gemacht. Okay, scheiß mal drauf, Hermano. Hör zu. Ich bin hier, beziehungsweise Sosa ist hier in meinem Anwesen. Meinem Vater, du Pendejo. Nein, ich meine, ich hab gerade hier eine SMS gelesen. Das stand in der SMS. Ich komme heute zu dir mit deinem Vater und wir reden wegen dem Computerspiel. Du bist zu lange am PC, das reicht jetzt mit dir. Na gut, alles Simon. Klar. Wir haben jetzt hier ein ernstes Thema. Die das war nicht Simon, das war... Wie hieß er nochmal? Faro Duesch? Oder wen? Simon ist er. Simon heißt er. Kannst mich auch Faro Teddy nennen. Oh, Entschuldigung, war aus Versehen. Chill, das war aus Versehen, okay, Mann. Ich war nicht das. Lassen Sie. War doch aus Versehen, entspann dich doch. Warum müssen die gleich immer ihre Waffen rausholen? Nun denn, ihr elendigen Bauern, jetzt schweigt still, setzt euch hin und Leute, ich möchte Gespräch mit euch nochmal was teilen. Ich bin vorbestraft. Hallo, Salam alaikum! Alaikum salam, Armano. Macht mal Platz für die OGs. Moin. Mr. Bitcoin. Ich bin vorbestraft. Mit was denn? Ich habe Geschlechtsverkehr mit einer Frau gehabt, ne? Mit einer oder meiner? Nein, einer, nicht einer. Gut, meine Frau ist nämlich schon tot. Okay. Ich das kann, dann, kann, oh, dann kann die das doch sein. Dann kann das doch deine sein. Dann hör mal die Geschichte weiter. Ich bin 63 Jahre alt, Pendejo di Mierda. Das heißt, du hast mit einer 61-Jährigen geschlafen. Ist das richtig? Ich sag mal so, alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, ne, da kann man ran. Aber nochmal, pass auf. Ja, und da hatten wir Geschlechtsverkehr. Und danach hat die mich angezeigt, wegen schwerer Körperverletzung. Wegen meinem Genitalbereich. Und dann war ich vor Gericht und das zählt als Waffe. Also das heißt, wenn ich Geschlechtsverkehr habe, ist das wie bewaffneter Angriff. Das ist jetzt anerkannt, also staatlich ja, anerkannt als Waffe, oder ja, was? Ja, das ist jetzt anerkannt, also das heißt, das war dann meine erste Vorstrafe. Aber wie macht man das? Das ist wie, als würdest du Schalldämpfer auf Knarre machen. Genau so. Aber umgekehrt. Das ist nicht, als wenn du Schalldämpfer auf Knarre, sondern Knarre auf Schalldämpfer. Ah, verstehe. Ich finde die Geschichte sehr interessant, Simon. Wie ist eigentlich dein Nachname? Levive. So. Es gibt auch eine Doku über mich. So, Bitcoin, was ist denn los, Mann? Wir müssen hier ein bisschen Zeit übertragen. Anliegen. Komm, wir haben nicht so viel Zeit. Halt die du Fresse, hast sogar weniger Zeit wie wir, wie alt du schon Hermanus, bist. Der soll draußen okay, warten. Okay, Spaß. Ey, das war nur ein Witz, Mann. Entspann dich. Entspannt euch. Entspann dich doch, Bitcoin, Mann. Verdammte Scheiße. Wir sind hier zusammen als Truppe hergekommen. Alles schön und gut, Mann. War gut aufstehen. Okay, dann geh ich. Oder ich warte im Schlafzimmer. Eins von beiden. Oder draußen. Was ist okay? Draußen. Bitcoin, oder du entschuldigst dich und setz dich wieder hin. Warte ich nicht im Schlafzimmer. Wer redet? Ich weiß nicht, wer redet von euch zwei, ja. Ich auch nicht. Ey, beruhigt euch doch hier. Ey, Jungs, was soll denn das, Alter? Was soll denn das, Mann? Was soll denn das, hä? Beide in den Keller sofort! Was soll das? Hallo, ey, Bitcoin, wir wollten doch nur normal reden, Mann. Ihr wolltet reden. Meine Frau liegt nicht im Schlafzimmer, deswegen geht er nicht rein, sieh? Und das ist nicht respektlos, Sosa, sieh? No problem. Simon, entspann dich, Simon! Simon, entspann dich, Simon!
Hallo, rechts. Schalt dich, lass den Dino machen weg. Nimm den mit. Ey, Jungs, Mann, das kann man doch anders regeln. Warum immer so, Mann? Entspannt euch doch. Lauf doch mal. Sogar ein Puff wird man besser empfangen. Und Kids sind genauso viel Ruhe. Jeder so, wie er es verdient, wa? Oh, oh, Bitcoin ist... Spaß. Ey! Sag's noch einmal. Sag es, tu's. Du, sag es. Steh auf, Pendejo de Mierda, oder ich töte dich. Sag nochmal, dass wir Huren sind. Ihr seid keine Huren. Natürlich nicht, Hermano. Nee, und schon ist dein Söhne. Spaß. Warte. Ja. Ey, Farud, warum machst du denn sowas? Sag doch nicht sowas zu unseren Freunden. Farud ist bekannt dafür, ein Klappermaul zu sein. Aber Simon, sie scheinen halbwegs intelligent zu sein. Man kann mit ihnen ein normales Gespräch führen, denke ich. Dreh dich um. Das so, liegt auf halbwegs. Ey. Dreh dich um, habe ich gesagt. Wenn mir einer sagt, dreh dich um. Und da sind so viele Kriminelle. Dann wirst du das tun. Das ist echt so einen alten Knast-Vibe und da kommen mir alte Erinnerungen hoch. Okay, hör zu. Bitcoin, guck mal. Einen von meinen Homies vor meinem Rücken hast du doch schon umgeschossen, Mann. Verdammte Scheiße, zwei ist zu viel, Mann. Weißt du, wie ich meine? Ich bin mit den beiden Jungs hierher gekommen, Mann. Das sind meine Homies. So kannst du die nicht behandeln, Mann. Willst du überleben? Ich überlebe so oder so. Willst du überleben? Oder soll ich dir mit meiner Motorsäge in deine Fresse schneiden? Ha? Soll ich tun? Ich kann leider nicht schlagen. Was willst du mir damit sagen? Er wollte gerade schlagen. Ich wollte sagen, Mr. Kell, Bitcoin, natürlich möchte ich überleben. Mr. Kelpsi? Ich war ganz zufällig, als ich konvertiert bin zum Islam, war ich vor 23 Jahren in Mekka. Ich habe Arabisch gelernt, also weiß ich, was Kelb heißt, du Kelb. Das ist aber das deutsche Wort Kelb, wegen wie Döner Kelb. Guck mal, Bitcoin, weißt du, mein Kollege ist auch ein bisschen verwirrt, dann lass uns doch einfach durchziehen, Mann. Jetzt bohr ich deinen Fuß in die Wand! Im Mund, meine ich. Nimm das, du kleiner Pendejo! Ich glaube, das hat ihn ja richtig krass Also er kann sich noch fürchterlich gut bewegen. Oh mein Gott. Also an der Stelle will ich nochmal sagen, das ist kein Bündnis, bitte schrei. Mr. Bitcoin, ich weiß, was er spürt. Mr. Bitcoin, ich mache einen Deal mit dir. Welchen? Töte Sosa. Okay. Und lass mich am Leben. Machen wir. Einverstanden. Say no more.